Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Lage in der Ukraine angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands und die Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Wagener für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestern hatte ich die Ehre, mit unserer Kollegin Alina Jantschenko zu sprechen. Alina Jantschenko ist Abgeordnete des ukrainischen Parlaments. Sie begann unser Telefonat mit den Worten: Heute lebe ich noch, ich weiß nicht, was morgen ist. Heute lebe ich noch, ich weiß nicht, was morgen ist. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die bittere Realität für Millionen von Menschen in der Ukraine. In einer Mischung aus Mut, Enttäuschung, Stärke, Trauer und Entschlossenheit schilderte mir Alina Jantschenko die Kriegsverbrechen Putins und der russischen Soldaten. Sie schilderte mir die Phosphorbomben und die Streumunition. Sie schilderte mir das Schicksal der vielen getöteten Zivilistinnen und Zivilisten in Mariupol und Charkiw, unter ihnen auch Kinder. Kinder, die von Putins Bomben getötet werden, und Kinder, die verhungern und verdursten. Verhungern und verdursten, weil keine humanitäre Hilfe in die Stadt gelassen wird, während gleichzeitig russische Streitkräfte die wenigen Fluchtkorridore ins Visier nehmen. Mir schnürt es das Herz zu, wenn ich diese Berichte höre. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch am 21. Tag des Krieges müssen wir alles Verantwortbare tun, um uns diesem Terror entgegenzustellen. Und jeden Tag aufs Neue prüfen, was möglich ist. Auch am Jahrestag des gefälschten Krim-Referendums, der heute ist, müssen wir feststellen, dass unsere starken internationalen Bemühungen noch nicht gereicht haben, um Putins Angriffskrieg zu stoppen. Und ich will damit überhaupt nicht die Bemühungen und Entscheidungen auf deutscher und europäischer Ebene schmälern. Im Gegenteil. Es war wichtig und notwendig, die präzedenzlosen Sanktionen zu beschließen und Waffen und Ausrüstungen zu liefern. Und ich bin der Bundesregierung sehr dankbar dafür. Wir müssen aber auch feststellen, dass wir aufgrund einer verfehlten Energiepolitik in einer fossilen Abhängigkeit stecken, die unseren Handlungsspielraum einschränken. Und es ist für niemanden ein Geheimnis, dass wir Grünen seit langer Zeit für die Erkenntnis streiten, dass Energiewende und Klimaschutz auch sicherheitspolitische Fragen beantworten. Und deshalb ist es jetzt so überfällig, dass wir, wie Robert Habeck es gesagt hat, täglich unabhängiger von Öl, Kohle und Gas in Deutschland werden. Die russischen Deviseneinnahmen aus fossilen Energieimporten haben diesen Krieg mitfinanziert. Und darum irritiert mich so manche aktuelle Debatte, die wir führen. Und ich erwarte, dass in einem solchen Moment, in dem ein Diktator ein europäisches Nachbarland überfällt, sich auch Ministerpräsidenten hinter die Bundesregierung und nicht vor Zapfsäulen stellen oder wenigstens konstruktiv an Lösungen mitarbeiten. Denn natürlich müssen wir, jenseits markiger Überschriften, für eine sozialgerechte Entlastung sorgen. Und es muss uns doch darum gehen, dass wir diese Entlastung zu den Menschen bringen, die sie brauchen, und damit nicht die Gewinnmargen von Ölkonzernen steigern und damit letztendlich dafür sorgen, dass Putin auch noch unbeabsichtigt davon profitiert. Und die Entwicklung der Spritpreise bei sinkenden Ölpreisen im Moment ist zur Sicherung eines freien Marktes, das mal am Rande ein Fall für das Kartellamt, und das muss der Hauptfokus dabei sein. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wo im Moment vor allem Gelder und unsere Aufmerksamkeit gebraucht werden, das haben wir gemeinsam im Beschluss der Sondersitzung hier formuliert, in diesem Raum, für die politische, wirtschaftliche, finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung der Ukraine. Und um ein ganz konkretes Angebot dabei zu machen oder ein Beispiel zu nennen, beispielsweise bei der Evakuierung, Aufnahme und Pflege der noch lebenden Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine
Hier können wir Putins Lüge der Denazifizierung, die er angeblich machen will, ganz konkret entlarven. Denn er bombardiert ja nicht nur die Gedenkstätten der deutschen Verbrechen, sondern setzt die Überlebenden der Shoah, des deutschen Naziterrors, neuen Qualen und Traumata im Land aus. Meine Damen und Herren, Alina gab mir noch eine Botschaft mit. Lose your fear. Verliert eure Angst. Wir sollten aufhören, Angst vor Putin zu haben. Angst ist seine Mafia-Methode. Er will gefürchtet werden, damit er selbst nichts zu fürchten hat. Und ich will Ängste nicht kleinreden. Und natürlich bedarf es kluger und rationaler Abwägung unseres Handelns. Und deshalb müssen wir jeden Tag prüfen, ob unser Handeln einerseits angemessen und ausreichend, aber andererseits auch in alle Richtungen verantwortbar ist. Aber diese Zeitenwende darf keine Epoche unserer Angst sein. Denn wovor Putin selber Angst hat, das ist die Idee von Demokratie und Freiheit. Die Idee, die er in seinem eigenen Land unterdrückt und gegen die Idee, gegen die er in der Ukraine in den Krieg zieht. Alina Jantschenko erzählte mir vom unbedingten Willen ihrer Mitmenschen, sich diesem russischen Terror entgegenzustellen. Und wir sind uns mit Alina und unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden einig. Den europäischen Geist der Freiheit, der Demokratie und des Rechts wird Putin nie besiegen können. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Johann David Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Wagner hat es vollkommen richtig gesagt. Wir erleben nach wie vor einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die russischen Truppen legen das Land in Schutt und Asche, führen einen brutalen Kampf auch gegen die Zivilbevölkerung. Insbesondere Frauen, Kinder und Alte leiden darunter besonders. Eine humanitäre Katastrophe vor unseren Augen. Es werden Söldnertruppen eingesetzt, die keine richtigen Kombattanten sind. Kriegsvölkerrecht wird zudem verletzt. Diejenigen, die dort sind, berichten von der Hölle auf Erden. Und deswegen stellt sich in der Tat die Frage, und die Grundaussage, Herr Kollege Wagner, teile ich, wo steht Deutschland? In dieser Situation muss Deutschland an der Seite des freien, demokratischen, souveränen Ukraine stehen. Da ist unser Platz und nirgendwo anders. Und spät, aber dann doch kraftvoll hat die Bundesregierung reagiert. Wir haben manche Diskussionen auch vor, Herr Bundeskanzler, Ihrer Regierungserklärung hier geführt, die dann in der Tat, wie Sie gesagt haben, eine Zeitenwende eingeleitet hat, nach Ihrer Auffassung. Aber die Frage stellt sich jetzt, haben wir das verstanden und machen wir in dem Sinne Politik? Als Europäer, als NATO-Mitglied, als Bundesrepublik Deutschland und auch als Deutscher Bundestag. Und ich möchte mit der Formalie beginnen. Morgen spricht Präsident Zelensky wahrscheinlich in diesem Haus. Ich würde mich freuen, wenn das technisch gelingt und wenn es ihm möglich ist, körperlich. Es wird eine Ehre für uns alle sein. Aber dass wir danach, nach Ihrem Willen, dann eine Diskussion über die Impfpflicht führen, während heute beide Häuser des US-Kongresses zusammengesessen haben und dann auch dem Präsidenten zugehört und darüber debattiert haben, während das australische Parlament dem Präsidenten zuhört und dann auch debattiert. Ich liebe das Wort nicht, aber ich empfinde Fremdscham für die Mehrheit, was die Ampel hier macht, dass wir nicht morgen im Anschluss sofort eine Debatte zur Situation in der Ukraine führen miteinander. Und das wissen Sie ganz genau, auch wenn Sie erfreulicherweise jetzt anwesend sind seitens der Regierung, auch der Bundeskanzler selber, dass das morgen die richtige Zeit gewesen wäre, übrigens auch in Erfüllung Ihrer parlamentarischen Verpflichtungen und Berichtspflichten als Bundesregierung. In der letzten Wahlperiode brauchte die Bundeskanzlerin auf der Karte nur mal in die Nähe von Brüssel zu kommen. Und dann hat Herr Buschmann schon als PGF der FDP verlangt, dass es hier eine Regierungserklärung gibt.
Wo bleibt Ihre Bereitschaft, gegenüber dem Parlament Rechenschaft abzulegen? Das erwarten wir von Ihnen. Erst recht, wo andere zeigen, dass sie dazu in der Lage sind. Und, Herr Wagner, Sie haben gesagt, wir müssen jetzt alles tun. Wer ist es denn, der nicht bereit ist, über weitere Sanktionen zu reden? Wir haben gesagt, Nord Stream 1 kommt in die Diskussion. Wer lehnt es denn ab, Herr Wagner? Das ist doch Ihr grüner Wirtschaftsminister, der das ausschließt. Dann machen Sie doch mehr. Dann machen Sie doch mehr. Und ehrlich gesagt, bei den Waffenlieferungen, das ist ein schwerer Schritt für Sie gewesen. Wir erkennen das an. Ja, gut. Nein, das muss man in der Tat sagen. Das ist Ihnen schwer gefallen. Sie haben das spät gemacht. Sind auch noch nicht alle angekommen, offensichtlich. Es gibt den dringenden Wunsch der Ukraine, dass mehr geliefert wird. Und wenn, Frau Künast, wenn die Waffenlieferungen, die bisher erfolgt sind, nicht nur reine Gewissensberuhigung für Sie gewesen sein sollen, sondern wenn Sie ernsthaft einen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit dieser freien Ukraine leisten wollten und weiter wollen, darauf kommt es an, dann müssen Sie jetzt auch zu weiteren Waffenlieferungen bereit sein. Wir liefern weniger als Dänemark, und ich bin ein Freund Dänemarks. Das ist doch auch wieder eine Sache, wo man sich schämen muss, dass wir nicht zu mehr in der Lage sind. Und Herr Bundeskanzler, in der Rede haben Sie gesagt, wir brauchen eine stärkere Bundeswehr, und wir stellen 100 Milliarden Euro in einem Sondervermögen bereit, um die Bundeswehr zu stärken. Und es ist von Ihnen und vom Finanzminister an die Union appelliert worden, dass wir das unterstützen sollen. Wozu? Das hat Friedrich Merz gesagt, wir dem Grunde nach berechtigt sind. Nur ich muss auch hier mal daran erinnern. Ja, Frau Kollegin Hassmann, das will ich Ihnen klar sagen, und das habe ich auch schon an dem Sonntag gesagt, dass wir hier einen Blankoscheck ausstellen und nur die verfassungsrechtliche Ermöglichung der Aufnahme weiterer Schulden in dieser großen Höhe machen. Das werden Sie nicht erleben. Wir erwarten, dass wir an der Abfassung des Gesetzestextes, dass wir an der Abfassung der Grundgesetzänderung und an der Verwendung dieser Mittel, übrigens nur für die Bundeswehr, dass wir daran beteiligt werden. Das mögen Sie gewährleisten. Und wenn das gewährleistet ist, werden wir zustimmen. Aber eine Beteiligung daran, und das wäre gute parlamentarische Sitte gewesen, eine Beteiligung der Unionsfraktion daran hat es nicht gegeben. Und wer mit uns gemeinsam die Verfassung ändern will, der muss anders mit uns umgehen, der muss uns einbeziehen in die Diskussion. Und das ist jetzt Ihre politische und parlamentarische Aufgabe in den nächsten Wochen, wenn die Operation gelingen soll. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dr. Wadephul, ich glaube, es wäre schön gewesen, angesichts der dramatischen Lage eines Krieges mitten in Europa, wenn Sie Ihre Rede dem Thema so auch angepasst hätten. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass wir Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Der russische Überfall auf die Ukraine verursacht unfassbares Leid mitten in Europa. Frauen und Kinder flüchten vor Putins Bomben und Panzern. Kinder verhungern und verdursten. Das hat Herr Abgeordneter Wagner sehr eindrucksvoll hier gerade gesagt. Jedem, der das sieht und spürt dieser Tage, dem zerreißt das Herz, meine Damen und Herren. Dieser Krieg ist eine furchtbare humanitäre Katastrophe. Putin lässt Krankenhäuser und Wohnblocks bombardieren. Fast 3 Millionen Geflüchtete haben sich bisher in die Nachbarstaaten der Ukraine retten können. Allen voran, Polen leistet Großartiges. Polen hat 1,2 Millionen Geflüchtete aufgenommen, und dafür sollten wir unserem Nachbarland auch sehr dankbar sein. Davon habe ich mir selbst vor wenigen Tagen an der polnisch-ukrainischen Grenze ein Bild machen können.
Wir unterstützen nicht nur die Nachbarländer wie Polen, sondern auch die Ukraine und die Nachbarstaaten mit Hilfstransporten des THW, mit Medizin, Impfstoffen, Feldbetten, Winterschlafsäcken. Innerhalb weniger Tage haben wir in der EU einen historischen Schulterschluss erreicht. Alle EU-Staaten nehmen gemeinsam schnell und unbürokratisch Geflüchtete auf. Das ist wirklich eine großartige Leistung. Wir retten damit Menschenleben, unabhängig vom Pass. Für die allermeisten Geflüchteten gilt, sie brauchen kein Asylverfahren. Sie halten unmittelbar einen Schutzstatus, der von Anfang an medizinische Versorgung, soziale Leistungen, Betreuung und Schulbildung der Kinder ermöglicht. Wir beziehen die Verkehrsministerinnen und Minister unmittelbar mit ein, um schnelle Weiterreisen auch zu ermöglichen für Menschen, die zum Beispiel in Spanien oder Italien Verwandte und Freunde haben. Der Schulterschluss aller EU-Staaten zur gemeinsamen Aufnahme Geflüchteter war bis vor kurzem undenkbar. All das zeigt, dass diese Fluchtbewegung mitten in Europa nicht vergleichbar ist mit vorherigen Fluchtbewegungen, auch nicht vergleichbar mit 2015. Dennoch, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, werden wir das Leid der Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen, nie mit dem Leid anderer Kriegsflüchtlinge aufwiegen. Aber zugleich spüren wir doch alle dieser Tage, dieser Krieg ist uns so nah. Es gibt enge familiäre Verbindungen, viele Geflüchtete werden von Freunden und Verwandten abgeholt und versorgt. 175.000 Einreisen von geflüchteten Menschen aus der Ukraine hat die Bundespolizei bislang gezählt. Die Erstaufnahmen sind gerade stark belastet. Wir arbeiten hier engstens zusammen, um schnell für Entlastung und Verteilung zu sorgen. Bund, Länder, Kommunen sind gemeinsam in der Verantwortung. Es ist ein großer Kraftakt, den wir alle zusammen stemmen werden. Der Bund unterstützt die Länder massiv mit dem THW, mit einem deutlich verstärkten Einsatz der Bundespolizei und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass wir seit dieser Woche nach dem Königsteiner Schlüssel Geflüchtete auf die Länder verteilen. Das betrifft diejenigen, die nicht privat in Familien oder bei Bekannten untergebracht werden. Und klar ist, dass wir die Länder und Kommunen damit nicht alleine lassen. Der Bund hat Zehntausende Aufnahmeplätze mit Liegenschaften der BIMA für die Länder und Kommunen zur Verfügung gestellt. Wir sorgen dafür, dass die zu uns Geflüchteten medizinisch gut versorgt sind und Zugang direkt zum Arbeitsmarkt erhalten. Indem wir so Geflüchteten einen sicheren Alltag ermöglichen, entlasten wir auch die vielen Familien, die nun mit großartiger Hilfsbereitschaft privat Menschen aufnehmen. Denen gilt mein Dank und den ganzen tausenden Ehrenamtlichen im Moment in der Bundesrepublik, die wirklich Unfassbares gerade für die Menschen leisten. Meine Damen und Herren, natürlich schauen wir jetzt genau hin, wer nach Deutschland kommt. Die Bundespolizei hat die Kontrolle an den Grenzen, in Zügen und an den Bahnhöfen stark intensiviert. Die Polizeien der Länder und die Bundespolizei in Uniform ebenso wie in Zivil haben das Geschehen genau im Blick. Sie arbeiten eng mit Hilfsorganisationen zusammen, um Frauen und Kinder zu schützen. Niemand darf deren Notsituation jetzt ausnutzen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch etwas zur Registrierung in Deutschland sagen. Mir ist es wichtig, dass wir bei den Fakten bleiben, anders als es von manchen zuletzt zu hören war. Für Ukrainerinnen und Ukrainer mit biometrischem Pass gilt Visafreiheit für 90 Tage. Sie sind nicht Teil der EU, aber Europäer wie wir. Sie dürfen frei reisen, das ist geltendes Recht. Und das ermöglicht auch, dass viele bereits in andere europäische Staaten weiterreisen konnten. Trotzdem haben wir sehr schnell entschieden, auch diese Menschen bei der Erstaufnahme zu registrieren und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Registrierungsteams des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge unterstützen Berlin mit Stationen zur Erfassung der Daten der Geflüchteten, und das ist gut so.
Wir registrieren in Erstaufnahmen und bei den Ausländerbehörden. Das intensivieren wir weiter. Die Registrierung erfolgt spätestens, wenn Menschen Unterstützungsleistungen in Deutschland brauchen. Damit können wir Steuerung, Koordination und schnelle Hilfe für Geflüchtete gewährleisten. Meine Damen und Herren, manche fordern jetzt stationäre Grenzkontrollen an unseren Binnengrenzen. Was würde das bedeuten? Alte Menschen, Frauen und Kinder sind meist 4-5 Tage auf der Flucht, wenn sie hierher kommt. Sie sind entkräftet und traumatisiert. Wir wollen nicht, dass diese Frauen und Kinder weitere Stunden oder Tage in der Kälte hinter der deutsch-polnischen Grenze kampieren müssen, bevor sie mit dem Allernötigsten versorgt werden können, meine Damen und Herren. Wer jetzt Grenzen schließen will, riskiert auch eine gute Verteilung innerhalb der EU. Wir brauchen keinen Populismus, sondern pragmatische und menschenwürdige Lösungen. Meine Damen und Herren, ich möchte auch hier im Bundestag klar sagen, dieser Krieg ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland leben. Wir wehren uns ganz entschieden dagegen, dass Menschen aufgrund ihrer russischen Herkunft angefeindet werden. Dieser Konflikt darf weder auf dem Rücken von Ukrainerinnen und Ukrainern noch von Russinnen und Russen in Deutschland ausgetragen werden. Unsere Sicherheitsbehörden und unsere Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz und sehr wachsam. Sie schützen jeden Menschen in Deutschland und jede Einrichtung gleichermaßen. Bei allen Einsatzkräften von Polizei und THW, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen, den Ländern und Bundesbehörden, bei allen Freiwilligen und Ehrenamtlichen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie alle wachsen über sich hinaus und zeigen eine großartige Menschlichkeit und Solidarität, eine Menschlichkeit, auf die wir alle sehr stolz sein können. Vielen Dank. Die Frage nicht zu lösen. Richtig. Matthias Moosdorf hat das Wort. Für die AfD-Fraktion ist seine erste Rede. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Wir alle stehen fassungslos inmitten einer furchtbaren Tragödie. Kaum jemand wollte glauben, dass ein solcher Zivilisationsbruch im 21. Jahrhundert und in unserer direkten Nachbarschaft stattfinden könnte. Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern, Soldaten und Zivilisten beider Seiten. Sie alle haben Familien. Wir fordern Russland auf, das Blutvergießen sofort einzustellen und zurück zur Vernunft, also an den Verhandlungstisch zu kommen. Alle sollten nach Tod und Zerstörung verstanden haben, dass nun wirklich verhandelt und Ergebnisse in beiderseitigem Interesse umgesetzt werden müssen. Meine Damen und Herren, 2014 trafen sich die in den Ersten Weltkrieg verwickelten Staaten und versicherten, aus der Geschichte gelernt zu haben. Niemals wieder wollte man schlafwandlerisch in einen Krieg schlittern, Auseinandersetzungen seien in einem aufgeklärten Jahrhundert friedlich beizulegen. Der Krieg in der Ukraine ist nun der vorläufige Höhepunkt einer langen Reihe von Konflikten. Sehr viele davon wurden vom Westen begonnen, vielleicht in guter Absicht, aber mindestens töricht in ihrem Ausgang. Wir müssen uns heute fragen, warum das heraufziehende Unheil trotz vieler Warnungen von Joe Biden bis Helmut Schmidt, von Henry Kissinger bis Peter Scholl-Latour, von Bill Clinton bis Michael Gorbatschow nicht politisch verhindert wurde. Wo waren die lauten Proteste im Westen, als beginnend 2014 immer mehr Menschen im Donbass verschwunden sind? Wo war der Druck der internationalen Gemeinschaft, beide Minsker Abkommen umzusetzen? Seit 2014 hatten laut Caritas 2 Millionen Ukrainer ihr Land verlassen, die meisten Richtung Russland. Die Ukraine hat ihren Landsleuten im Osten faktisch die Sprache genommen, TV- und Rundfunksender geschlossen, Russischstämmige aus leitenden Positionen entfernt und sogar die Rentenzahlung eingestellt. Wo blieben die Proteste? Schauen wir auch nicht weg,
wenn sie scheinbar auf der richtigen Seite die falschen Leute sammeln. Wer die Videos der Azov-Brigaden gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Übrigens hat Kollege Gysi in diesem Bundestag diese Leute als Faschisten bezeichnet. Meine Damen und Herren, ich bin in den letzten 30 Jahren beruflich in mehr als 65 Ländern unterwegs gewesen. Das Bild, welches wir in Deutschland von der Welt zeichnen, hat sich beträchtlich von der Wirklichkeit entfernt. Politik und Medien machen uns glauben, Sanktionen und Waffenlieferungen seien nun die Mittel der Wahl. Dieses verheerende Denken verkennt, dass es in unserer heutigen Welt keine Sieger und keine Verlierer geben darf. Nur ein empfindliches, stets bedrohtes Gleichgewicht. Es ist ein schmaler Grat, der uns von der Apokalypse trennt. Was, wenn es nicht darauf ankommt, ob die Ukraine an Putin fällt, sondern nur wann und auf Kosten wie vieler Opfer? Viele junge Männer auf beiden Seiten wissen nicht, was Krieg bedeutet. Es gehört zum Selbstverständnis freiheitlicher Demokratien, dass der Staat um der Menschen willen da zu sein hat und nicht umgekehrt. Das Opfer des Lebens widerspricht der Menschenwürde, die über allen politischen Interessen steht. Das ist Verantwortung, meine Damen und Herren. Der israelische Ministerpräsident, so wird in einigen Medien berichtet, soll Präsident Zelensky geraten haben, einzulenken. Nicht aus Schwäche, aber aus Vernunft. Beide Seiten müssen jetzt gesichtswahrend aus der Sache herauskommen und vor allen Dingen müssen wir dafür Sorge tragen, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird. Die AfD lehnt Wirtschaftssanktionen ab. Wir werden damit wenig an Umdenken erreichen, aber uns gewaltig schaden. Durch eigene Sonderwege hat sich Deutschland alleine schon in die energiepolitische Abhängigkeit begeben. Und es ist überhaupt kein Zweifel, dass unsere Bundeswehr durch schon zu lange feministische Verteidigungspolitik quasi ruiniert wurde. Das ist die Lage. Meine Damen und Herren, es ist zutiefst verstörend, wenn soziale Netze in diesem Moment Hasskommentare gegen Russland erlauben, nicht überall, nein, nur in den Ländern, in denen eine Eskalation dieses Krieges zuerst erfolgen würde. Es ist verstörend, dass Menschen mit russischem Namen und ukrainischen Wurzeln in Deutschland Angst haben müssen, weil russische Schulen wie in Berlin angegriffen und Künstler diffamiert werden, weil Restaurants Schilder aufhängen, Russen unerwünscht, und Kinder aus dem Kindergarten nach Hause geschickt werden. Ich erinnere an den Ausspruch von Henrik Broder: Wenn ihr euch fragt, wie es damals dazu kommen konnte, nun, weil sie damals so waren, wie ihr es heute seid. Helfen wir lieber, dass in der Ukraine mit klugen politischen Mitteln ein Interessenausgleich möglich wird. Der Krieg hat Russen und Ukrainer für mindestens eine Generation unrettbar entfremdet. Der mutige Widerstand wird Präsident Zelensky stattdessen einen Neugründungsmythos für sein Land liefern. Aber die Menschen in der Ostukraine sollten mit internationaler Beobachtung selbst abstimmen, unter welchem Dach sie leben wollen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es dazu keine Alternative, auch nicht auf der Krim. Es ist die Wirklichkeit, die zählt, und nicht unser Wunsch. Die Wirklichkeit möge eine andere sein. Und meine Damen und Herren, es gibt nur ein Gebot der Stunde: Friede. Ihn zu stiften, ist die große Aufgabe Europas. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Alexander Graf Lambsdorff hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In ihrem Essay Wahrheit und Lüge in der Politik schildert Hannah Arendt, wie in der sowjetischen Geschichtsschreibung Manipulation dazu diente, angebliche Wahrheiten zu erzeugen, die mit den wirklichen Tatsachen nichts zu tun haben. Es scheint, als habe sich der russische Präsident in genau diese Tradition gestellt. Er benutzt Geschichte als Ideologieersatz, ja als Waffe, und manipuliert sie dazu nach Belieben. Mit der Lüge, das Land entnazifizieren zu wollen, hat Putin die Ukraine am 24. Februar 2022 rücksichtslos überfallen. Mit der Lüge, es handele sich um eine Spezialoperation, versucht er, die Wahrheit eines großen Landkriegs vor seinem eigenen Volk zu verbergen. Mit der Lüge, die Opposition schwäche Russland, drangsaliert er Demokraten, Journalistinnen und Aktivisten, die vergiftet, weggesperrt, ja ermordet werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das so klar sagen: Wer dieser Tage wahre russische Patrioten sehen will, der darf nicht im Kreml suchen. Der muss in die jetzt geschlossenen Redaktionsstuben von Dost und von Novaya Gazeta schauen, im Schauprozess auf den Angeklagten Alexei Nawalny und in die Gesichter der Demonstrantinnen und Demonstranten, die im Angesicht jeden Tag drohender Verhaftung dem russischen Diktator die Stirn bieten.
Sie sind die wahren Patrioten. Sie schreiben die ehrenvolle Geschichte Ihres Landes, denn Sie lehnen den verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine rundheraus ab. Doch Putin wiederholt immer wieder, er wolle die Ukraine entnazifizieren. Diese Ukraine, die von einem Präsidenten aus einer jüdischen Familie derzeit so großartig regiert und repräsentiert wird, einem Präsidenten, der zahlreiche Verwandte im Holocaust verloren hat, einem Präsidenten, der eine gesellschaftspolitisch liberale Agenda verfolgt, anders als Russland, das immer intoleranter und repressiver regiert wird. Diese Ukraine, meine Damen und Herren, die muss niemand entnazifizieren. Diese Ukraine ist ein großer Nachbar der Europäischen Union, der bei allen Problemen doch immer wieder demokratische Wahlen abgehalten und friedliche Machtwechsel vollzogen hat. Ein demokratisches Land, mit anderen Worten. Die Ukraine ist ein Land, in dem die Presse die Regierung kritisieren, ja verspotten darf, in dem Demonstrationen erlaubt sind und Aktivisten nicht weggesperrt werden. Ein freies Land, mit anderen Worten. Demokratie und Freiheit, für diese Werte, für westliche Werte, für unsere Werte, sterben jeden Tag Menschen in der Ukraine. Wir alle sehen das Leid der Menschen in Kiew, in Charkiw und vor allem in Mariupol, wie auch in anderen Teilen des Landes. In unseren Nachrichten ist von Panzerkolonnen, Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern die Rede. Sogar die real nie verschwundene Realität der nuklearen Bedrohung taucht im Bewusstsein wieder auf. Es ist kein Wunder, dass hier bei uns in Deutschland viele Menschen schockiert, verängstigt und aufgewühlt auf diese Ereignisse blicken. Wie oft wurde es doch in den vergangenen Jahren als Sonntagsrede belächelt, wenn jemand auf den Werte des Friedens, des einigen Europa und unserer Einbettung in das Atlantische Bündnis als Garantien unserer Freiheit und unserer Demokratie hinwies. Schlagartig verstehen viele, wie wichtig Allianzen, Bündnisse, Vertrauen, ja sogar Freundschaften zu anderen Ländern wie zu Frankreich und den USA sind. Manche hatten das schon früher verstanden. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck fragte nach der Annexion der Krim und dem russischen Einmarsch in der Ostukraine 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich zitiere, hat Deutschland die neuen Gefahren und die Veränderung im Gefüge der internationalen Ordnung schon angemessen wahrgenommen? Ergreift die Bundesrepublik genügend Initiative, um jenes Geflecht aus Normen, Freunden und Allianzen zukunftsfähig zu machen, das uns doch Frieden in Freiheit und Wohlstand in Demokratie gebracht hat? 8 Jahre ist das hier und seien wir ehrlich, warnende Stimmen in den letzten Jahren, die sich kritisch mit Putins Politik und der realen Gefahr eines Zusammenbruchs unserer internationalen Ordnung auseinandergesetzt haben, wurden nicht gehört. 6 Jahre nach diesen Fragen des Bundespräsidenten, 6 Jahre nach dem sogenannten Münchner Konsens, sprach der Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz von einer weltpolitischen Zeitenwende. Die Autoren sagten klar, was Europa tun müsse im Angesicht wachsender russischer Aggression, und zwar Verteidigung und Abschreckung stärken, Resilienz aufbauen. Doch das ist auch 2020 nicht geschehen. Die Fragen von Joachim Gauck waren vergessen, der Münchner Konsens verpufft. Das ist, meine Damen und Herren, heute anders. Die Bundesregierung hat ausweislich der Rede des Bundeskanzlers vom 27. Februar die Tatsache der Zeitenwende erfasst und dass sie eine politische Wende gestaltet. Wir sind eng mit unseren internationalen Partnern zusammengerückt. Russland wird durch harte Sanktionen wirtschaftlich, finanziell und politisch isoliert. Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet, wir unterstützen die Ukraine und wir versetzen die Bundeswehr endlich wieder in den Stand, ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe nachzukommen. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Der heiße Krieg in der Ukraine ist Teil eines größeren globalen Kalten Krieges, der Auseinandersetzung zwischen Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie einerseits, Unterdrückung, Willkür und Diktatur andererseits. So sind die Tatsachen. Und keine Lüge des russischen Präsidenten kann uns vom Gegenteil überzeugen. Deutschland wird Kurs halten, zusammen mit den anderen freien Nationen, die unsere Werte teilen. Wir bleiben bei der Wahrheit, wir weisen die Lüge zurück. Wir stehen heute und in Zukunft fest an der Seite der Ukraine. Slava Ukraini, herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Linke erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Dietmar Bartsch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit 21 Tagen wird die Ukraine von russischen Truppen angegriffen. Seit 21 Tagen sterben Ukrainerinnen und Ukrainer, Frauen und Kinder durch russische Artillerie und russische Raketen.
Wladimir Putin trägt die Verantwortung für Tod und Leid, für Angst, für rücksichtslose Zerstörung und millionenfache Vertreibung. Mehr als 3 Millionen Menschen haben ihre Heimat bereits hinter sich gelassen. Allein in Warschau sind 15% mehr Einwohner als Ende Februar. Die Ministerin hat zu Recht das lobend erwähnt, wie dort damit umgegangen wird. Aber auch 500 Meter von hier Luftlinie kommen am Berliner Hauptbahnhof jeden Tag Tausende Frauen und Kinder aus der Ukraine an. Erschöpft, mit nicht mehr als Handgepäck und der Schultasche der Kinder. Das hier im Bundestag so oft gescholtene Berlin verdient, leistet Herausragendes und verdient unser aller Dank, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer nicht mehr im Keller Kiews oder Charkiws um sein Leben bangt, findet in den Nachbarländern und auch bei uns Schutz. Aber was, meine Damen und Herren, muss dieses unfassbare Gefühl sein, alles zurückzulassen und nicht zu wissen, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Meine Damen und Herren, unterstützen wir aber auch die Russinnen und Russen, die maximalen Mut gegen Putins Krieg sich stellen, im Freundeskreis und auf der Straße. Der Mut von Marina Ovsyannikova ist beeindruckend. Was für eine tolle, mutige Frau. Viele Russinnen und Russen sind wütend, wollen das Sterben ihrer Brüder und Schwestern nicht hinleben, auch wenn sie mit 15 Jahren Gefängnis bedroht werden. Ich habe in Moskau promoviert, zusammen mit Russen, zusammen mit Ukrainern, in einem Seminar. Wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben zusammen gefeiert. Und ich bin ob des Krieges fassungslos. Und ich bin auch wütend und entsetzt, dass das passieren kann. Aber auch die Russinnen und Russen in unserem Land, die Sprache, die russische Literatur und die Musik, die alle tragen keine Schuld. Und jegliche Angriffe auf sie müssen unseren entschiedenen Widerspruch hervorrufen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg Putins, keine Entschuldigung. Nicht die Ukraine, nicht die NATO haben aus einem Schwelbrand ein Inferno gemacht, sondern der russische Präsident. Er allein ist auch in der Pflicht, diesen grausamen Angriffskrieg zu beenden, sofort zu beenden. Und sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Außenministerin, so kritisch wir manche Schlussfolgerungen aus dem Krieg sehen, jeder Versuch, den Sie unternehmen, diesen Krieg mit diplomatischen Bemühungen zu beenden, den unterstützen wir. Jede Reise, die Sie unternehmen, die das Sterben mitten in Europa beendet, hat die ausdrückliche Unterstützung meiner Fraktion. Aber auch jede Sanktionierung, die Sand in Putins Kriegsmaschine streut und Oligarchen sanktioniert, die das System Putin stützen, hat unsere Zustimmung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage Ihnen aber auch, die Reaktion auf die größte Fluchtbewegung seit 1945 lief zu zaghaft. Während am Berliner Hauptbahnhof schon Tausende täglich aus den Zügen stiegen, sagte die Innenministerin noch am 9. März, eine Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine nach Quoten wäre nicht nötig. Was für ein fataler Irrtum. Während die Bürgerinnen und Bürger sich vielfach aufopfern, spenden, Zimmer in ihren Wohnungen freiräumen, hat die Bundesregierung zu lange gewartet. Es ist richtig, dass jetzt endlich ein Schlüssel vorliegt. Eine gerechte Verteilung ist nicht allein im Interesse unseres Landes, sondern zuvorderst im Interesse auch der Ankommenden, die optimale Betreuung und vor allen Dingen auch Perspektiven brauchen. Gerade auch die so geschundenen Kinder sehen. Wir brauchen Chancen für diese Kinder und Mütter, Sprachkurse und umfassende Betreuung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine ist ein souveränes Land. Es muss alles unternommen werden, dass die Ukraine ein souveränes und freies Land bleibt. Wenn dieser Krieg endet, muss die Ukraine wissen, dass wir sie nicht im Regen stehen lassen. Die Menschen, die sich jetzt bei uns in Sicherheit wissen, müssen vertrauen, dass wir ihnen beim Wiederaufbau helfen. Das heißt, wir werden einen Marshallplan Ukraine dringend brauchen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung allein kann den Krieg nicht beenden, aber sie ist in der Verantwortung, die Kriegsfolgen für die Menschen in Deutschland abzufedern. Dazu haben Sie Möglichkeit, auch damit die Willkommenskultur erhalten bleibt.
Und da sage ich Ihnen auch, dass da Ihr heutiges Entlastungspaket nicht ausreichend ist. Wir brauchen für die Bürgerinnen und Bürger, die unter den Kriegsfolgen leiden, dringend jetzt Entlastung, schnell, unbürokratisch und wirksam. Herzlichen Dank. Für die Bundesregierung hat jetzt die Kollegin Svenja Schulze das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Putins Krieg gegen die Ukraine verursacht unermessliches Leid für Frauen, für Männer, für Kinder. Und die russischen Angriffe verschärfen jeden Tag diese humanitäre Krise. Immer mehr. Millionen von Menschen sind inzwischen auf der Flucht. Und die Hälfte von ihnen sind Kinder. Viele dieser Kinder müssen den Weg alleine gehen, ohne ihre Eltern, ohne eine Bezugsperson. Ich konnte mir das am Montag in Siget an der rumänisch-ukrainischen Grenze ansehen. Die Bilder, die verfolgen mich weiterhin. Das ist wirklich eine bedrückende Situation. Mich hat an dieser Grenze die persönliche Geschichte der Familien, mit denen ich dort reden konnte, sehr beeindruckt. Ich habe noch sehr in Erinnerung die Geschichte von Svetlana, die mit ihren beiden Söhnen, mit ihrer Mutter Tatjana, 6 Tage lang sich aus der Südukraine an die Grenze durchgeschlagen hat, wo die Kinder mir erzählt haben, wie sie die Nächte im Keller mit den Bomben erlebt haben, wie sie die Einschläge immer noch spüren. Stille Kinder, die leise spielen, weil sie Angst haben vor weiteren Bomben. Das ist das, was man dort sehen kann. Und man sieht, welche großartige Hilfe UNICEF dort jeden Tag leistet. Svetlana wird mit ihren Kindern jetzt sehr schnell weiterreisen nach Madrid, aber sie wird genau wie die ganzen anderen Frauen dort an der Grenze die Frage mitnehmen, wie es ihren Männern geht und wann sie sie endlich wiedersehen können. Mich beeindruckt, wie viele Menschen an der rumänischen, an der polnischen, an der moldawischen Grenze sich unermüdlich im Einsatz befinden, um den geflüchteten Menschen zu helfen, wie viele hier in Deutschland engagiert sind. Mich beeindruckt die große Solidarität, die wir hier sehen, die wir aber auch Europa und weltweit sehen. Und ich bin froh, dass Nancy Faeser Innenministerin ist, dass sie diese ganze Arbeit mit den Ländern koordiniert und dass wir gemeinsam diese Herausforderung auch wirklich bewältigen. Meine Damen und Herren, als Bundesregierung werden wir natürlich so schnell es geht Beiträge leisten, um das akute Leid zu lindern, Perspektiven für die Menschen aus der Ukraine aufzuzeigen. Wir haben im Entwicklungsministerium sofort reagiert und sehr schnell rund 45 Millionen Euro umgeschichtet, um unmittelbar an der Grenze, unmittelbar vor Ort zu helfen. Annalena Baerbock hat dem Außenministerium in gleicher Höhe sofort auch geholfen. Wir sind vor Ort, wir sind schnell bei den Menschen, wir helfen beim Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr, bei Hilfsmaßnahmen für Menschen auf der Flucht und vor allen Dingen eben für die vielen Kinder und Frauen. Wir müssen aber auch den Blick über die Ukraine hinaus, über die EU hinaus richten. Es gilt, die ökonomischen, die sozialen Auswirkungen des Krieges weltweit abzufedern. Besonders in den Entwicklungs-, in den Krisenländern müssen wir die Spirale der Destabilisierung verhindern, denn 1 Euro als Investition in krisenfeste Gesellschaften spart später 4 Euro an humanitärer Nothilfe. Und die wahrscheinlichen, die mutmaßlichen Auswirkungen auf die Welternährung, die sind dramatisch. Das Entwicklungsministerium handelt hier im engen Schulterschluss mit dem Außen-, mit dem Landwirtschaftsministerium. Und ich will ausdrücklich nochmal Cem Özdemir danken, dass er das Thema auch zum Thema bei G7 gemacht hat. Uns geht es darum, mit unseren Partnern jetzt möglichst schnell die internationalen Unterstützungsprogramme hochzufahren, drohende Hungersnöte jetzt möglichst noch vermeiden zu helfen.
Aber Kolleginnen und Kollegen, uns allen ist bewusst, mittel- und langfristig brauchen wir nachhaltige Agrar-, nachhaltige Ernährungssysteme. Das ist eine Antwort auf den Klimawandel, die ja ohnehin, der Klimawandel ist ja ohnehin Treiber des weltweiten Hungers. Und deswegen müssen wir in Zukunft die Abhängigkeiten reduzieren und Dominoeffekte vermeiden. Ein weiterer Bereich, in dem die Auswirkungen des Krieges heute schon spürbar sind, und zwar weltweit, das sind die Energiepreise. Das sehen wir alle hier an den Zapfsäulen und dann auch auf den Stromrechnungen. Aber das Gleiche gilt auch weltweit. Die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten macht auch viele Entwicklungsländer sehr, sehr verwundbar. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, hat Christian Lindner richtigerweise gesagt. Erneuerbare Energien sind aber auch Entwicklungsenergien. Sie machen die Entwicklungsversorgung, wir machen die Energieversorgung sicherer, bezahlbarer und sie machen die Entwicklungsländer unabhängiger. Eine Entwicklungszusammenarbeit, die diese Energien ausbaut, das ist dann auch wieder Krisenvorsorge. Und deswegen setzt sich die Bundesregierung für einen massiven Ausbau der Klima- und Entwicklungspartnerschaften ein. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für den Frieden und für die sozial-ökologische Transformation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Krieg hat keine Gewinner, aber dieser Krieg hat sehr, sehr viele Verlierer. Neben den Menschen in der Ukraine, viele andere auf der ganzen Welt, insbesondere die Ärmsten. Und deswegen erfordert der Krieg neben den militärischen auch starke zivile Antworten. Beides gehört zusammen. Entwicklungspolitik, und das müssen Sie sich hier anhören, Entwicklungspolitik leistet einen wichtigen Beitrag zur neuen Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Und auch wenn Sie das nicht hören wollen, Entwicklungspolitik ist gerade jetzt enorm wichtig. Wir müssen solidarisch sein. Wir müssen auch den Menschen in den ärmsten Ländern dieser Welt helfen. Das ist jedenfalls die Auffassung dieser Bundesregierung. Herzlichen Dank. Michael Brandt hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte ist nicht vor allem eine Debatte über europäische Sicherheit. Über die Sicherheit unseres Landes, das ist sie auch. Aber sie ist vor allem eine Debatte über die brutalsten Menschenrechtsverletzungen in Europa seit dem Genozid in Bosnien. In der Ukraine finden unaussprechliche Kriegsverbrechen statt, angeordnet von einem Kriegsverbrecher, den Europa, auch Deutschland, nicht konsequent davon abgehalten hat, diese Kriegsverbrechen vorzubereiten und umzusetzen. Und ich möchte es für mich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und als einer, der seit dem Krieg in Bosnien-Herzegowina weiß, wie Kriegsverbrechen konkret aussehen, was sie mit Menschen machen, für das Protokoll festhalten. Ich schäme mich dafür, dass wir, die Deutschen, die in ihrer Geschichte in der Ukraine so unaussprechlichen Kriegsverbrechen begangen haben, die Ukraine nicht früh genug geschützt und uns mit dem Kriegsverbrecher zu lange gemein gemacht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren zu spät, wir waren zu schwach. Herr Bundeskanzler, die Bundesregierung hat beim Thema defensive Waffen zu lange gezögert, auch bei SWIFT. Und Deutschland zögert noch immer. Es wird gebremst bei weiteren Sanktionen in der EU, beim Stopp weiterer Energielieferungen aus Russland, die Putins Krieg ja mitfinanzieren. Und unser Land ist bei humanitärer Hilfe schon wieder zu spät. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechte hat ihren Preis, den wir bereit sein müssen zu zahlen, während Menschen in der Ukraine dies in diesen Stunden mit ihrem Leben bezahlen.
Und neben der Verteidigung der Ukraine brauchen Millionen Kriegsflüchtlinge unsere konkrete Unterstützung. Und besonders müssen wir die vulnerablen Gruppen unter den Flüchtlingen schützen. Wir haben vor wenigen Tagen mit einer Staatsanwältin, mit Streetworker und anderen über die akuten Gefahren für Mädchen und Frauen gesprochen. In freier Foren in diesen Stunden berichten deutsche Männer freudig von neuen ukrainischen Frauen in ihren Stammbordellen. Ich erspare Ihnen Details zum Thema Menschenhandel. Wir sind Zielland vor allen Dingen von den Frauen, die Opfer werden aus Osteuropa. Wir sind das größte Bordell Europas, nämlich hier in Deutschland. Und die Details sind schrecklich. Ich sage das aus einem Grund, Frau Bundesinnenministerin, ich will Sie direkt ansprechen. Sie haben von Registrierung gesprochen. Sie registrieren zu langsam und zu wenig umfassend. Das ist die Realität. Wenn Sie heute an die polnische Grenze gehen und einen Dank an die polnische Regierung für das, was sie dort tut, dann erleben Sie, dass die Flüchtlinge direkt registriert werden, im Übrigen mit einer deutschen Software, die wir hier nicht einsetzen. Und das, was Sie sagen, dass wir an der Erstaufnahme und dann bei der Beantragung von Leistungen die Flüchtlinge registrieren, hat ein Problem. In dem Zeitfenster, das ist das Eldorado für die Menschenhändler, weil wir wissen dann gar nicht, ob die Frauen und die Kinder weg sind. Und deswegen müssen wir eins sicherstellen, dass die Frauen nicht dem Krieg entkommen sind und anschließend in der Zwangsprostitution in Deutschland. Und deswegen, liebe Frau Ministerin Faeser und auch an die Familienministerin Spiegel, wir fordern Sie auf, tun Sie endlich alles, um schnell und um diese Frauen vor schwersten Menschenrechtsverletzungen zu bewahren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist denn eigentlich los? Wir debattieren über die Ukraine. Ein Minister nach dem anderen aus dem Kabinett Scholz geht ans Mikrofon, man lobt sich gegenseitig und der Bundeskanzler schweigt. Und Herr Bundeskanzler Scholz, Ihre Innenminister hat von Haltung gesprochen, ich muss das schon sagen. Haltung wäre es gewesen, vor 3 Wochen haben wir hier im Deutschen Bundestag in großer Einigkeit und die Opposition deutlich gemacht, dass wir an der Seite stehen in dieser schweren Stunde. Das Parlament ist aufgestanden vor einem ukrainischen Botschafter, hat minutenlang applaudiert. Es wäre an Ihnen gewesen, heute für die Bundesregierung sich zu entschuldigen bei diesem mutigen Botschafter, der seinen Job macht, und diesen Staatssekretär zu entlassen. Und ich muss das sagen, ich bin schon einigermaßen sprachlos, dass ein Präsident Zelensky, ich habe einen solchen Respekt wie viele in unserem Land vor diesem Mann, dass wir morgen in der Debatte eine Videokonferenz, eine Zuschaltung haben und anschließend über die Impfpflicht diskutieren sollen. Herr Bundeskanzler, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Es ist die allerhöchste Zeit, dass die Bundesregierung mehr tut. Eine historische Regierungserklärung alleine reicht nicht. Wir fordern von Ihnen, dass Sie sich der historischen Verantwortung stellen. Wir können einen Unterschied machen, und wir müssen alles tun, um den Opfern dieses Krieges zu helfen und diesen Krieg möglichst rasch zu beenden. Das Wort für die Bundesregierung erteile ich jetzt der Kollegin Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man spürt es förmlich in diesem Raum, für uns alle sind die Bilder aus der Ukraine nicht zu ertragen. Und für uns sind es nur Bilder, für die Millionen Menschen vor Ort sind sie bittere Realität. Und daher ist für uns alle, das ist ja das gute Zeichen, ganz klar, das Allerwichtigste ist, die russische
Und ich sage klar, die russische Bombardierung von unschuldigen Menschen muss aufhören. Und es ist gut und wichtig, dass es jetzt Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gibt. Aber auch hier müssen wir für uns selber ehrlich sein. Wir wissen nicht, ob das wirklich Gespräche sind. Ein Diktatfrieden hat wenig mit Frieden zu tun. Und wir sollten uns nichts vormachen, wenn die einen über Friedensgespräche reden und zeitgleich Krankenhäuser und Wohngebäude bombardieren, dann geht es wohl nicht wirklich um Gespräche. Und nichtsdestotrotz telefoniert der Kanzler. Nichtsdestotrotz führen wir diese Gespräche. Nichtsdestotrotz, obwohl wir schon mal belogen wurden, tun wir alles, was wir können, wissentlich, dass es vielleicht in diesem Moment nicht das bringt, was wir alle wollen, ein Ende dieser Bombardierung. Und man muss hier einmal klar und deutlich sagen, es gibt nicht zwei Seiten. Es gibt eine Seite. Es gibt sogar nur einen Präsidenten, der diese Bombardierung zu verantworten hat. Und das ist der russische Präsident. Und es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg immer zynischer, immer brutaler wird. Putins feigen Krieg stehen nichtsdestotrotz ein unglaublicher Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer gegenüber. Putins, und es ist allein Putins Krieg, verlogenem Krieg gegenüber steht ein Wahrheitswille der vielen russischen und belarussischen Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen, die ihren Militärdienst quittieren, wissentlich, dass sie dafür ihre eigene Freiheit, ihre eigene Sicherheit aufs Spiel setzen. Und ich verneige mich und ich glaube, wir verneigen uns vor ihrem Mut. Putins Krieg, und das ist das einzig kleine bisschen Gute, Putins einsamen Krieg gegenüber steht eine geschlossene europäische und internationale Gemeinschaft. Aber, und das ist bitter, es ist, wie gesagt, kaum zu ertragen. Es ist auch so, dass es allein Putin in der Hand hat, diesen grausamen Krieg jetzt zu beenden. Das mag uns wütend, das mag uns fassungslos machen, aber es macht uns nicht hilflos. Wir haben gemeinsam deswegen alles, was wir tun können, machtpolitisch darauf konzentriert, dieses Machtsystem Putins zu treffen, wo wir es treffen können. Ja, mit Waffenlieferungen. Und da so eine Debatte ja auch Sinn und Zweck hat, Fragen zu stellen, Vorwürfe gegen die Regierung, dafür ist diese Debatte da, möchte ich versuchen, einiges von Ihnen, was Sie auch angesprochen hatten, aufzugreifen. Wir liefern Stinger, wir liefern Strähler, aber wir können die doch nicht herbeizaubern. Wenn Sie jetzt sagen, liefern Sie mal mehr. Die Verteidigungsministerin hat geguckt, was wir liefern können. Und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, wir haben nicht genug. Deswegen haben wir uns den Kopf zerbrochen. Wie können wir das anders machen? Wir haben über die European Peace Facility, im Übrigen, weil wir auch eine andere Debatte führen, finanziert vor allen Dingen auch über das Auswärtige Amt, Gelder zur Verfügung gestellt, damit mit diesen Geldern die Ukraine direkt bei Rüstungskonzernen selber einkaufen kann. Wir tun alles dafür, dass diese Einkäufe jetzt ganz, ganz schnell ohne bürokratische Hürden, sonst prüfen wir ja zwischen drei Ressorts hin und her, vonstatten gehen können. Glauben Sie mir, wir tun alles. Und wenn wir zaubern könnten, wenn wir mehr Waffen liefern könnten, dann würden wir das tun. Und wir tun es auch bei den Sanktionen. Wir tun es auch bei den Sanktionen, aber ich hatte das ja schon mal gesagt, mit Blick auf SWIFT. Was bringt uns eine Sanktion, wo alle sagen, juhu, das ist die neue Sanktion? Und wir wissen, wir können sie in dem Moment nicht umsetzen. Deswegen haben wir bei SWIFT geprüft, wie können wir Banken decouplen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir wirklich schnell ins System kommen? Und es wirkt. Wir haben heute die Berichte im Sicherheitskabinett bzw. im Kabinett gehabt. 50% Rubelverfall. Wir haben gehört, dass die Staatsanleihen, dass Kredite nicht gezahlt werden können, weil man vollkommen abgeschottet ist vom Finanzierungssystem. Und wir haben, ich glaube, das wissen eigentlich alle, gestern ein viertes Sanktionspaket auf den Weg gebracht, wo wir vor allen Dingen geschaut haben, wie schließen wir die Lücken, da wo Sanktionen umgangen werden. Weil was bringen uns die schönsten Sanktionen, wenn wir 5 Länder haben, die sich nicht daran halten? Das ist doch jetzt die Aufgabe. Nicht immer mehr, nicht immer lauter, sondern immer präziser und effektiver, jetzt wirklich dieses System zu treffen.
Und so sehr wir uns einig sind, so sehr wir uns einig sind, das ist ja auch das Besondere in diesem Moment, das waren wir uns noch nie bei solchen verteidigungsrüstungspolitischen Fragen. Jetzt sind wir uns einig, das ist gut, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, auch für die Sicherheit der Bundeswehr. Aber auch hier, und die Debatte führen wir hier noch, und ehrlich gesagt, Freude ist kein Wort, was man sagen kann, aber ich glaube, es wird eine gute Debatte. Gemeinsam darüber zu überlegen, nicht nur, wie wir erhöhen wir den Verteidigungsetat darüber, dass wir ein Sondervermögen machen, sondern wie formulieren wir eine Sicherheitsstrategie, die wirklich trägt, nicht nur in diesem Moment, sondern auch in den nächsten Jahren, wo vernetzte Sicherheit eben auch bedeutet, Cyberfähigkeiten zu haben. Und die Cyberkompetenz haben wahrscheinlich nicht die Streitkräfte, sondern andere Akteure in unserem Land. Diese Debatte, die haben wir nie geführt. Jetzt ist der Moment, sie zu führen und die Gelder richtig zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wir haben hier super Leute in allen Fraktionen, die hervorragend diese Debatten jetzt führen können. Und dann gilt für mich aber auch, und das zeigt sich ja gerade, das zeigt sich doch auch, dass wir Deutschen manches richtig gemacht haben. Warum konnten wir andere Länder in diesem Moment überzeugen, an unserer Seite zu stehen? Nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse, nicht nur aus Gründen zu sagen, weil es verteidigungspolitisch geboten ist, weil sie uns vertrauen, weil es gewirkt hat, dass wir jahrelang in Diplomatie, in gute Beziehungen, in Zuhören investiert haben. Und vielleicht der kleine Seitenschlenk, weil auch mich bewegt das. Ich habe auch gedacht, sollen wir morgen reagieren oder nicht? Wir haben Kuleba zugeschaltet im NATO-Rat. Haben wir danach eine Debatte danach, ja oder nein? Natürlich zerbrechen wir uns den Kopf. Ich glaube, in so einem Moment ist Zuhören eine echte Stärke. Zuhören, das Wort stehen lassen. Auch die Vorwürfe, die es geben wird, stehen lassen. Ich glaube, das ist in so einem Moment wahre Größe. Und uns unserer Stärke bewusst zu sein. Und die ist auch Diplomatie. Und deswegen möchte ich, wir haben jetzt viel über Verteidigung und Sicherheit gesprochen, deutlich machen, und da brauchen wir sie auch alle, da brauchen wir den Haushaltsausschuss vor allen Dingen, da, wo wir bedingungslos helfen können, da müssen wir jetzt bedingungslos helfen. Wir können das in manchen Bereichen nicht, weil wir wirtschaftliche Abhängigkeiten haben, aber wir können es im humanitären Bereich. Und deswegen möchte ich drei Punkte hier einmal schon mal erwähnen für die nächsten Wochen. Erstens. Humanitäre Hilfe. Meine Kollegin Svenja Schulze hat das angesprochen. Die Versorgungslage ist dramatisch. Kiew, Mariupol, Kharkiv und wahrscheinlich wird Kiew jetzt noch mal härter getroffen. Wir brauchen mehr Geld. Danke, dass wir heute zusätzlich 350 Millionen Euro auf den Weg gebracht haben. Wir werden leider weitere Gelder im Bereich humanitärer Unterstützung brauchen. Der zweite Punkt ist, in dem Verteidigungs- und Europaausschuss habe ich das heute schon gesagt, Unterstützung der Nachbarländer. Wir sehen, was die alle leisten und vor allen Dingen Moldau. Die große Sicherheitsgefahr ist, dass das kleine Moldau ohne Panzer, ohne irgendwelche militärische Aktion plötzlich auch mit einverleibt wird, weil sie ihre Stromversorgung nicht mehr aufrechthalten können. Wir können da helfen. Das heißt, auch hier Stabilisierungshilfe auf den Weg zu bringen und bereit da zu sein, wenn Moldau uns braucht. Und mein dritter Punkt ist die Verteilung der Geflüchteten. Im Inland müssen wir gemeinsam schauen, wo wir besser werden. Kommunen, Länder, ja, und auch auf Bundesebene. Aber wir haben auch eine Verantwortung an der Außengrenze. Wenn man sieht, was da passiert ist, es sind in den letzten Tagen diejenigen gekommen, die ein Auto hatten, die Verwandte in Europa haben. Jetzt kommen diejenigen, die niemand mehr haben. Ich habe eine 80-jährige Frau in Moldau getroffen. Ich habe mich gar nicht die Frage getraut zu stellen, aber ich habe sie trotzdem gefragt, wo wollen Sie hin? Und sie hat gesagt, in den Himmel. Ich habe niemanden mehr. Wo soll ich in Europa noch hin? Wir können nicht sagen, die soll sich freiwillig verteilen. Diese Frau wird da im Zweifel einfach sitzen bleiben auf ihrem Stuhl. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, gemeinsam für eine solidarische Brücke zu sorgen. In Europa und über den Transatlantik. Und das ist auch mein Appell an unsere Freunde in Kanada, in den USA und weltweit. Wir müssen jetzt Menschen von der Außengrenze verteilen. Da können wir bedingungslos helfen. Herzlichen Dank. Für den Bundesrat ergreift jetzt das Wort der Kollege Dr. Joachim Stamp.
Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bombenterror Wladimir Putins soll nicht nur die Moral der Ukraine brechen. Die Bombardierung von Kindergärten, von Krankenhäusern, von Wohnblocks und mittlerweile auch von Flüchtlingseinrichtungen. Diese Bombardierung soll Menschen systematisch vertreiben. Und es ist offensichtlich, dass der Vertreibungsterror Teil einer Strategie ist. Eine Strategie, die uns, die europäischen Nachbarländer, destabilisieren soll und die unsere Gesellschaften spalten soll. Dadurch, dass möglichst viele derjenigen, die vor den Bomben fliehen müssen, in die europäischen Länder kommen. Und meine Damen und Herren, es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe. Wir müssen jetzt genauso beweisen wie die Ukraine, die sich nicht brechen lässt, dass auch wir uns nicht brechen lassen in unserer Solidarität. Und wir müssen gemeinsam mit den Partnern in Europa in internationaler Solidarität unserer historischen Aufgabe gerecht werden und die Vertriebenen alle aufnehmen. Meine Damen und Herren, ich habe jedoch den Eindruck, dass sich nicht alle, auch in Europa nicht alle, der historischen Dimension dieser Aufgabe bewusst sind. Insbesondere, es ist eben schon angesprochen worden, Polen leistet Herausragendes. Aber wenn sich allein in Warschau 300.000 Vertriebene aufhalten, in Breslau sind es 200.000, in Berlin täglich über 10.000 Menschen ankommen, dann muss sofort gehandelt werden. Eine historische Aufgabe braucht eine historische Antwort. Und ich möchte Sie, Herr Bundeskanzler, dringend bitten, auf den französischen Präsidenten zuzugehen und noch in dieser Woche einen europäischen Gipfel vorzubereiten, der eine Evakuierung Hunderttausender direkt aus Polen in die verschiedenen europäischen Länder ermöglicht. Wir brauchen eine Luftbrücke aus Polen. Und wir brauchen sie so schnell wie möglich. So wie einst die Berliner Luftbrücke sich Stalins Terror entgegengestellt hat, sollte Europa mit einer Luftbrücke sich heute dem Terror Putins entgegenstellen. Und ich sage das ganz offen, ohne die anderen Europäer wird es Polen in den nächsten Wochen nicht mehr gelingen, die Versorgung der Geflüchteten auch wirklich menschenwürdig sicherzustellen. Und in der Folge, wenn es Polen nicht mehr schaffen wird, dann werden wir es perspektivisch auch nicht schaffen. Wir haben die EU-Richtlinie in der Umsetzung, wir haben einen unkomplizierten Status, der den Menschen sehr viel Freiheit gibt. Das ist auf der einen Seite positiv. Der in der praktischen Organisation es aber auch nicht einfach macht, weil es eben keine entsprechenden verpflichtenden Zuweisungen gibt, wie wir es beispielsweise bei den Asylbewerbern haben. Aber es ist ein guter Status beschlossen worden. Was aber nicht beschlossen worden ist, das ist die solidarische Verteilung. Und eigentlich gehört auch dies zu dem humanitären Schutz dazu. Und deswegen brauchen wir jetzt diese europäische Initiative. Und verehrter Herr Bundeskanzler, ich bin mir sicher, dass Sie hier auch wissen, wie wichtig diese Verantwortung ist. Denn das gehört dazu, auch unsere Regelsysteme sind bereits überlaufen. Und ich spreche an dieser Stelle nicht nur für die Länder, sondern ich spreche auch für die Kommunen in Deutschland, die mittlerweile begonnen haben, die Turnhallen zu belegen
und die selbst zum Teil schon an den Kapazitätsgrenzen angekommen sind. Wir brauchen einen gemeinsamen nationalen Kraftakt, wenn wir Hunderttausende versorgen wollen. Und darum brauchen wir neben der europäischen Hilfe und der europäischen Verständigung dringend auch eine Verständigung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ich würde von Seiten der Länder und Kommunen den Vorschlag machen, dass wir so schnell wie möglich, am besten noch an diesem Wochenende, zu einem Flüchtlingsgipfel zusammenkommen, um auch mit den Hilfsorganisationen und allen entscheidenden Playern zu besprechen, wie wir neue Plätze generieren können, damit wir wirklich verantwortlich handeln, damit wir auch dauerhaft den Menschen aus der Ukraine gerecht werden können bei der Versorgung und damit wir unserer historischen Aufgabe hier in Deutschland, Putins Vertreibungsterror, dem Versuch, uns zu destabilisieren, die Antwort geben können, die ein Wladimir Putin nicht kennt, nämlich Humanität. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Michael Roth. Liebe Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit Ihnen beginnen, den Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Ja, ich stimme Ihnen zu, es ist Zeit für kritische Selbstreflexion. Ja, es ist auch Zeit für Selbstkritik, aber nicht für Rechthaberei und billigen Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen. Wenn Ihre Finger auf diese Koalition gerichtet sind, dann weisen Sie dutzendfach auf Sie zurück. Fragen Sie doch bitte mal den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten. Reden Sie mal mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Sprechen Sie im Übrigen auch mit der Bundeskanzlerin, die diese Politik seit Jahren geprägt hat. Und sprechen Sie auch mal mit Ihrem ehemaligen Kanzlerkandidaten Laschet, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Ich habe nach dem Fall der Mauer den Kriegsdienst verweigert, wie im Übrigen viele andere Männer auch. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, nach 24 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nicht nur humanitäre Hilfe für die Ukraine, nicht nur eine großzügige Aufnahme von Geflüchteten einzufordern, sondern auch Waffen. Waffen, damit sich dieses Land, was von einem brutalen Aggressor angegriffen wurde, selbst verteidigen kann. Dafür stehe ich ein und dafür tragen wir gemeinsam die Verantwortung. Und wir müssen überlegen, wie wir diese Ukraine, die um ihr Überleben kämpft, noch weiter und besser unterstützen können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, nur eine wehrhafte Ukraine kann Putin überhaupt zu ernsthaften Verhandlungen über einen Waffenstillstand bewegen. Putin will die ganze Ukraine. Und nur aus einer Position der Stärke heraus hat die Ukraine eine Chance, diesen gewalttätigen Prozess, der ausschließlich von Putin ausgeht, zu überleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Ukraine hat um eine EU-Perspektive gebeten. Ich unterstütze dies. Aus Nachbarinnen und Nachbarn müssen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner des Hauses Europäische Union werden. Ich warne aber vor einer Symbolpolitik. Dieses Angebot muss ehrlich und muss klar sein. Wir müssen aus den Fehlern lernen, die wir gegenüber dem westlichen Balkan gemacht haben, wo das Kosovo heute noch auf Visaliberalisierung wartet, wo Nordmazedonien und Albanien heute noch darauf warten, dass endlich die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden, weil Bulgarien nach wie vor blockiert. Ich hoffe, dass es uns gelingt, auch neue kreative Formen der Zusammenarbeit zu finden, beispielsweise als Vorstufe zu einer Vollmitgliedschaft, eine Juniormitgliedschaft, damit diese Menschen, die sich nach unseren europäischen Werten sehnen, spüren, dass wir sie nicht alleine lassen, weil sie gehören zu uns.
Das ist eine Bürgerinnen- und Bürgerbewegung, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Und ich finde, dass jetzt die Zeit ist, Ihnen zu sagen, unsere Türen sind geöffnet, sie bleiben geöffnet, aber es ist ein langer und schwieriger Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will darüber hinaus auch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der mich ein wenig stört. Es wird nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa darüber spekuliert, wie könnte denn ein möglicher Kompromiss aussehen, der für die Ukraine annahmefähig sei. Was ich vermisse, ist die Frage, wie könnte denn eigentlich ein Kompromiss für Russland aussehen? Was muss denn eigentlich Russland tun, damit es zu einer friedlichen Lösung im östlichen Europa kommt? Und ich kann nur vor Spekulationen warten. Unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde wissen selbst am besten, was in dieser schwierigen Situation zu tun ist. Sie brauchen keine öffentlichen Ratschläge von Politikerinnen und Politikern aus Brüssel, aus Berlin oder aus anderen europäischen Hauptstädten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine ist kein Brot, von dem ein machthungriger Diktator einfach mal ein paar dicke Scheiben abschneiden kann. So funktioniert das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die Ukraine verliert, dann haben auch wir verloren. Und wenn die Ukraine überlebt, dann gewinnen auch unsere Werte, dann gewinnen Freiheit und Menschenrechte und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegen Autoritarismus, der zum schlimmsten Mittel und zur schlimmsten Geisel greift, nämlich dem Krieg. Und das müssen wir gemeinsam abwenden. Und deswegen wäre bei allem notwendigen Streit auch ein Zeichen der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts in diesen schwierigen Zeiten nicht nur für die Europäische Union, sondern vielleicht auch für diesen Deutschen Bundestag ganz hilfreich. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion spricht Florian Hahn. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit 3 Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. Tausende tote Ukrainer, tausende tote Soldaten auf beiden Seiten. Zehntausende Verwundete, Hunderttausende Flüchtlinge. Und seit 3 Wochen verteidigen die Ukrainer tapfer ihre Heimat vor Fremdherrschaft, vor Tyrannei, vor Unfreiheit und vor Unterdrückung. Und ich kann nur sagen, wenn man das betrachtet, wenn man die Bilder sieht, da stockt einem der Atem und ich habe größten Respekt und größte Bewunderung für diese Tapferkeit und für den Mut, den die Ukrainer da Tag für Tag tatsächlich, ob Frauen, ob Kinder, ob die Männer, ob die Alten, alle an den Tag legen. Höchsten Respekt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir alles unternehmen, was wir können, was Sinn macht, um dieses Grauen zu beenden und um für die Ukraine die Dinge zu tun, um sie wirklich tatkräftig unterstützen zu können. Und deswegen finde ich es tatsächlich unerträglich, der Kollege Brandt hat das schon genannt, wenn ein Mitglied der Regierung oder ein parlamentarischer Staatssekretär in dieser Situation, wo ein Botschafter seines Landes, der täglich diese Nachrichten nicht nur von seinen Landsleuten, sondern vermutlich auch von seiner eigenen Familie hört und fleht in Deutschland, und zwar nicht erst seit 3 Wochen, sondern seit Monaten für die mehr Unterstützung für die Ukraine. Wenn man dem per Twitter hier so einfach abkanzelt und sagt, der ist unerträglich und er sollte sich so ungefähr am besten schleichen. Der unerträglich an der Stelle war, war Sören Barthold und er gehört wirklich entlassen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben hier 3 Bundesministerinnen gehört. Und ich bin sehr dankbar, dass die Bundesregierung diese Aktuelle Stunde so angelegt hat, dass wir tatsächlich was von der Bundesregierung auch hören. Aber wir haben auch sehr 3 unterschiedliche Beiträge von Bundesministerinnen gehört. Und liebe Frau Bundesministerin Schulze, ich muss ganz ehrlich sagen, also Ihre Rede hätte
zum größten Teil besser in die nächste Woche gehört, in die Haushaltswoche, zur allgemeinen Beschreibung Ihres Themenfelds. Aber sie war inhaltlich eine absolute Themaverfehlung am heutigen Tag und mit der Überschrift Aktuelle Stunde zur aktuellen Lage der Ukraine. Und Frau Bundesministerin Weser, also das, was Sie hier abgeliefert haben, war ein Vortrag so nach dem Motto, alles ist in Butter beim Thema Flüchtlingsunterstützung in Deutschland. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo Sie sich so aufhalten, aber nichts ist in Butter aktuell mit Flüchtlingsunterstützung in Deutschland und vor allem nicht, was die Vorbereitung auf das angeht, was in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich auf uns zukommt. Und ich bin sehr dankbar, dass der Kollege aus Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen hat und gesagt hat, wir brauchen einen Flüchtlingsgipfel. Diese Ankündigung hätte ich von Ihnen erwartet heute in dieser Debatte. Oder auch mal eine Auskunft, wer denn tatsächlich die Kosten beispielsweise übernehmen wird. Der Freistaat Bayern hat heute angekündigt im Kabinett 1 Milliarde Euro zur Unterstützung der Kommunen. Wir wissen doch alle in unseren Wahlkreisen, dass die Bürgermeister, dass die Landräte schon jetzt alles unternehmen, um Kapazitäten zu schaffen. Aber natürlich die bange Frage im Raum steht, wer bezahlt denn das alles? Und deswegen erwarten wir uns auch an dieser Stelle eine klare Ansage der Bundesregierung. Und dann, liebe Frau Bundesministerin Baerbock, ich habe es heute im Ausschuss gesagt und ich möchte das, weil der Ausschuss, der Verteidigungsausschuss ja nicht öffentlich ist, auch hier sagen. Ich muss wirklich sagen, Kompliment, Sie sind im Grunde die einzige Sichtbare, die konsequent in dieser Krise tatsächlich das tut, was sie kann und dafür ein herzliches Dankeschön. Aber, und das soll das gar nicht schmälern. Das soll das gar nicht schmälern. Aber wenn Sie heute hier ankündigen, was wir absolut begrüßen, dass noch mehr getan wird bei der Frage militärische Befähigung der Ukraine, dann frage ich mich, warum ich dazu noch nichts im Verteidigungsausschuss gehört habe von der Bundesregierung und warum meine Kollegen in den anderen Ausschüssen, wir haben heute Mittwoch, heute haben die Ausschüsse getagt, wir dazu noch nichts gehört haben. Ich sage jetzt mal, wir unterstützen das selbstverständlich, aber wir würden gerne wissen, was da genau auf den Weg gebracht wird, was das kostet und was tatsächlich auch die Ukraine wollte und ob das tatsächlich auch entsprechend hilft. Und deswegen bitten wir hier um noch mehr Auskunft. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich mit Blick, ich brauche nur heute auf den Pressespiegel aus meinem Wahlkreis schauen. Alles, was hier mit Neon-Orange unterstrichen ist, sind alles Überschriften zum Thema Ukraine. Alles Überschriften zum Thema, wie die Zivilgesellschaft in Deutschland auch helfen will. Von den Pfadfindern, die sammeln, von denen, die tagtäglich an die ukrainische Grenze fahren. Ich habe mir davon selber einen Überblick verschaffen können. Herr Kollege, ich komme gleich zum Ende. Um die Flüchtlinge abzuholen, um Güter dorthin zu bringen. Ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott an alle diejenigen, die sich da entsprechend auch reinhängen und helfen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es für die Ukraine bald eine bessere Zukunft gibt. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion spricht Sebastian Hartmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 21 Tage nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, unermessliches Leid, Vertriebene, Tote, Verletzte, jeden Tag mehr, jede Stunde mehr. Dieses unermessliche Leid braucht einen Appell an den Anfang. Herr Präsident Putin, stoppen Sie diesen völkerrechtswidrigen Angriff. Sie sind es, die den Befehl geben können, das Leid jetzt in dieser Sekunde zu stoppen, meine Damen und Herren. Und ich möchte an diesen Appell anschließen, dass wir im Vergleich zu anderen, und wir sind in einer Zeitenwende-Situation, ein europäisches Aufeinanderzugehen haben, einen Akt europäischer Solidarität angesichts dieser Katastrophe. Und Sie, Frau Innenministerin Faeser, haben gleich am Anfang Ihrer Amtszeit deutlich gemacht, dass Sie den Begriff der Migration anders interpretieren als mancher Ihrer Amtsvorgänger. Sie sind in Europa auf Ihre Innenministerinnen und Innenministerkollegen zugegangen und haben gesagt, wir müssen diese Aufgabe europäisch anpacken. Und wenige Tage, nachdem diese ersten Erfolge spürbar waren, waren wir gefordert, als es zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine kam.
Und wir haben erlebt, dass wir den Mechanismus über den temporären Schutz für mehr als 3 Millionen Menschen, die jetzt schon geflohen sind, aktivieren mussten. Und der Dank gilt wirklich auch der polnischen Regierung und der Zivilbevölkerung, die Unermessliches leistet. Über 1,8 Millionen Menschen, die jetzt schon in Polen, allein um ein Beispiel genommen, einfach Hilfe leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich aber auch einen Punkt für unsere Debatte noch mal deutlich machen. Wenn wir jetzt in dieser Situation uns einmal vor Augen führen, welcher Vorwurf hier im Raum gewendet wurde, dann ist doch die Frage an Sie von der Opposition, ob wir gemeinsam dieser Aufgabe gerecht werden, die sich insgesamt Opposition und Regierung stellt. Weniger als 100 Tage nach Übernahme der Regierungsverantwortung ist es eine Vorwurfsarie, und Sie haben nicht ein einziges Mal gefragt, welches Gesetz Sie auf den Weg gebracht haben. Sie haben 16 Jahre lang Verantwortung in diesem Land getragen. Es war die Union, die in diesem Land auf der einen Seite mal gesagt hat, im August 2015, wir schaffen das. Und es war ein bayerischer Ministerpräsident, der wenige Wochen danach das Ganze umgetreten hat, indem er sagte, das ist die Herrschaft des Unrechts. Und das war der Beitrag der Union zu Fragen der Migration in Deutschland und in Europa. Und an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ist es keinem der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gerecht in diesem Land, diese Debatte noch einmal in dieser Form zu wiederholen. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, wir haben gelernt, dass es eine europäische Antwort braucht und dass wir in Deutschland unseren Teil zur Lösung dieser humanitären Katastrophe in Europa beitragen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir tun das. Das technische Hilfswerk, die Hilfslieferungen, aber auch die Waffenlieferungen an die Ukraine, die tatsächlich in diesen Stunden darum ringen, dass es nicht noch zu einer größeren Katastrophe kommt. Wir haben aber auch etwas getan in diesem Haus, und das sollten Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Debatte verfolgen, auch wissen. Wir sind auf die Opposition zugegangen und haben Obleute und Sprecherinnen und Sprecher der Oppositionsfraktionen dazu eingeladen, gemeinsam darüber informiert zu werden, teilweise tageweise immer wieder aktuell um die Lage. Und das haben wir insbesondere im Innenbereich gemacht, weil wir jetzt die Verantwortung übernehmen werden, Flüchtlinge schnell und unkompliziert unterzubringen. Eine Lehre aus dem Jahr 2015 und 2016 ist auch, dass wir uns die Chance geben müssen zur zweitbesten Lösung. Nicht jede Lösung ist in dieser Situation perfekt. Aber sie hilft konkret Menschen, die unermessliches Leid erlebt haben. Und wir sind dazu übergegangen, zunächst einmal 10.000 Menschen zu begrüßen und zu verteilen in ehrenamtlichen Hilfen, aber danach auch zu erkennen, wir müssen jetzt handeln, wir gehen zur Registration auch sofort über. Wir haben Hunderttausende von Menschen nun in unserem Land und wir verteilen sie auf die Länder, nachdem das Zurufverfahren nicht mehr gereicht hat und nicht mehr ausreichend Plätze zur Verfügung stellt. Ich schließe mich ausdrücklich Ihnen, Herr Vizeministerpräsident Stamp, an. Es ist ein nationaler Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen. Und ich bin auch der festen Auffassung, dass im Vergleich zu 2015 wir nicht eine salamischeibenweise Lösung brauchen, sondern wir müssen deutlich sagen, es wird auch mit dem Tag des Waffenstillstandes viele Ukrainerinnen und Ukrainer geben, die in diesem Land bleiben, die in anderen direkten Anrainerstaaten bleiben. Es wird viele Investitionen bedürfen. Wir dürfen die Kommunen nicht noch einmal alleine lassen, sondern wir müssen dieses Geld in die Hand nehmen. Das ist das Geringste, was wir tun können. Und jeder, der hier in diesem Land ist, hat einen Anspruch darauf, dass wir diese Krise menschenmöglich lösen. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Und ich wiederhole den Appell, Herr Präsident Putin, stoppen Sie diesen Angriffskrieg. Sie sind derjenige, der den Befehl geben kann, stoppen Sie diesen Angriffskrieg. Und es hilft auch nichts, wenn in dieser Stunde der Opposition und Regierung irgendein historischer Versuch unternommen wird, ein Versagen des Westens zu konstruieren. Nichts rechtfertigt einen völkerrechtswidrigen Angriff auf Kinder, Frauen, Menschen, Krankenhäuser, Schulen. Das passiert in dieser Stunde in der Ukraine. Vielen Dank. Ebenfalls für die SPD-Fraktion spricht jetzt Jürg Nürnberger. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jeden Tag sehen wir wieder und wieder die unerträglichen Bilder von einem schrecklichen Krieg.
Bilder von einem Angriffskrieg mitten in Europa, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die dadurch verursachte Lage in der Ukraine ist dramatisch und bestürzt uns zutiefst. Europa und Deutschland unterstützen die Ukraine deshalb in dieser Lage zivil und militärisch. Und der Hinweis, Herr Hahn, sei gestattet. Es ist ein Gebot militärischer und politischer Vernunft, keine Details über Waffenlieferungen öffentlich bekannt zu geben. Das würde unsere eigenen Soldaten gefährden, die diese Waffen liefern. Deutschland verhält sich solidarisch, und das entspricht auch unserer Verantwortung in Europa. Wir müssen uns aber gleichzeitig fragen, welche Auswirkungen hat dieser brutale und völkerrechtswidrige Angriff auf unsere westliche Staatengemeinschaft. Der Westen ist geeinter denn je, die NATO und die Europäische Union stehen eng zusammen, und die EU hat in kürzester Zeit 4 Sanktionspakete von bisher nicht dagewesenem Ausmaß verabschiedet. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe und im Interesse aller westlichen Staaten, dafür zu sorgen, dass aus dem Krieg in der Ukraine kein Flächenbrand in ganz Europa wird. Deshalb kann man auch manchen sehr verständlichen Forderungen der Ukraine nicht wirklich entsprechen, wie zum Beispiel der Flugverbotszone, weil uns das in diese Kriegssituation einbinden würde. Angesichts des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, hat sich die sicherheits- und verteidigungspolitische Lage auch in den NATO-Mitgliedstaaten und in Deutschland dramatisch verändert. Die Aggression Russlands bedroht die Friedensordnung in ganz Europa. Wir stehen vor bisher ungekannten Herausforderungen, die auch, und es geht mir hier vielleicht wie anderen, nicht um die Schuldzuweisung, sondern nur um die objektive Feststellung, dass diese Herausforderungen die Versäumnisse der Verteidigungspolitik der vergangenen Jahre offenbaren. Das gilt besonders mit Blick auf die Ausrüstung der Bundeswehr. Die Notwendigkeit, mehr in unsere Sicherheit und damit auch in militärische Sicherheit zu investieren, ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Wir müssen uns noch stärker auf die Landes- und Bündnisverteidigung und das insbesondere auch im Hinblick auf unsere östlichen NATO-Partner fokussieren, und zwar nicht nur wegen der aktuellen Lage, sondern auch langfristig. Die NATO-Ostflanke wird bereits heute durch deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen und in allernächster Zukunft in der Slowakei gestärkt. In Rumänien haben wir 6 Eurofighter stationiert, in der Ostsee und im Mittelmeer stärken Marineeinheiten die NATO Nord- und Südflanken. Parallel zum aktuellen Engagement der Bundeswehr gilt es nun, wichtige und lange überfällige Investitionen voranzubringen. Ich bin daher froh, dass Bundeskanzler Scholz erklärt hat, dass wir dieses Sondervermögen einführen werden und dass zum anderen auch die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erreicht werden wird. Wir senden damit nämlich ein wichtiges Signal. Erstens an unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Wir kümmern euch endlich um eure Ausrüstung. Zweitens an unsere Bündnispartner in der EU und der NATO. Wir stehen zusammen. Drittens an die Industrie. Wir sorgen für langfristige Planungssicherheit. Und viertens vor allen Dingen auch an Wladimir Putin. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Mit diesem Sondervermögen sind wir erstmals in der Lage, längerfristige Projekte ohne jährliche, jeweils wiederkehrende, erneute Haushaltsberatungen abzuwickeln. Unser Ziel ist jetzt also eine Bundeswehr, die im vollen Umfang einsatzfähig ist, eine Bundeswehr, die damit auch ihre Kernaufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung vollständig erfüllen kann, und das mit bestmöglicher Ausrüstung. Dazu hat unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits einen Plan vorgelegt, wie diese Ziele erreicht werden können. Es soll künftig keine militärischen Luftschlösser mehr geben, sondern es sollen auf bewährte, marktverfügbare Produkte und Systeme gesetzt werden und auf bestehende Lösungen aufgebaut werden. Das Beschaffungswesen soll modernisiert werden. Man muss auch darüber nachdenken, in dieser Krisensituation den Artikel 346 der AEUV, von dem, wonach Ausnahmeregelungen von den Vergaberechten möglich sind, anzuwenden. Das Sondervermögen wird die Beschaffungsvorhaben auch beschleunigen können. Und hier hat die Bundesministerin auch angekündigt, das immer stets mit dem Bundestag abzustimmen. Die 25 Millionen Vorlagen werden erhalten bleiben. Unsere Bevölkerung steht hinter diesen Plänen. 74% der Menschen in Deutschland stimmen dem zu. Und insofern ist auch die Koalition bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen aber hier vor allen Dingen darüber diskutieren, wie wir zur Rückkehr der Diplomatie und zu einer friedlichen Konfliktlösung kommen. Es ist unser vorrangiges Ziel, Herrn Putin dazu zu bewegen, die Kampfhandlungen einzustellen.
Wladimir Putin, stellen Sie die Kampfhandlungen sofort ein. Wladimir Putin, beenden Sie diesen Krieg. Ich schließe die Aussprache. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Und ich